es morgen losgeht mit einer allgemeinen Moderation. Ich darf meinen Kollegen Wolfgang Steben schon mal herzlich begrüßen. Wir werden euch durch die zwei Tage durchführen und die einzelnen Vortragenden anmoderieren. Jetzt ist es spontan gekommen, dass es heute Abend schon eine Programmänderung gibt und ich den Clemens vorstellen darf. Clemens vorzustellen, in ausführlich würde gar nicht gehen, da wäre der Abend schnell rum. Ich habe ihn gefragt nach einer Anekdote, die vielleicht ein bisschen, die ich erzählen darf, die ein bisschen zeigt, wie er mit Astrologie in Kontakt gekommen ist. Und da hat er tief gegraben in seinem Gedächtnis und tatsächlich hat er schon in der 6. oder 7. Klasse einen Deutschlehrer gehabt, der den Schülern den Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie erklärt hat. Und als Eselsbrücke hat der Lehrer vorgeschlagen, Astrologie, da kommt das L vor, wie in Lügen. Damit wollte er die Schüler wohl abhalten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Nun wissen wir, welchen Weg der kleine Clemens von damals genommen hat. Und auch wenn es noch einige Jahre gedauert hat, bis du deinem astrologischen Ruf gefolgt bist, bist du doch inzwischen praktizierender Astrologe und auch unser Vorsitzender geworden, was uns allen zeigt, dass die Anlagen, die in uns drin sind, die streben nach Verwirklichung. Und auch wenn wir so einen Lehrer haben, wie Clemens sein kann, er kann sie sich aufhalten. Und ich freue mich über deinen Werdegang, lieber Clemens, und über dein fundiertes Wissen, was du mit uns heute teilen willst. Und ich freue mich besonders auf diesen Pluto-Vortrag, der gar sowas von passend ist, dieser Konstellation. Herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Wir gerührt. Also, wir steigen einfach mal ein. Wir haben hier ein Thema, das von Ambivalenzen einfach geprägt ist. Es ist zum einen das absolut Unvermeidlichste und das Sicherste überhaupt, was uns allen irgendwann passieren wird, da kommen wir definitiv nicht drum rum. Und auf der anderen Seite etwas, was im Alltag ja so unglaublich verdrängt ist, wo wir eben nicht so allzu viel von wissen wollen und einfach meinen, naja, das gibt es eigentlich nicht. Und gleichzeitig sind wir im dritten noch in einem Bereich, der letztlich völlig spekulativ ist. Das will ich wirklich mal vorweg schicken. Ich stelle hier einige ethische Fragen, biologische Fragen, aber letztlich ist es eben, bleibt es eben im spekulativen Bereich. Ich finde das gar nicht schlimm, ich finde das eben sehr spannend und möchte Sie damit einfach begleiten, die Ideen, die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, und natürlich auch, es geht hier um Astrologie, klar, auch die astrologischen, also Konstellationen von Beispielhoroskopen. Wobei ich aber auch so ein bisschen im Vorfeld erstmal einen kleinen kulturellen Teil bieten möchte, einfach so den Ton auch in einen gewissen Kontext stellen, wie verschiedene Persönlichkeiten damit umgegangen sind und was ich eben mit relativ profanen Worten gesagt habe, eben das Dilemma einerseits zwischen es ist unvermeidlich und auf der anderen Seite aber eben auch eine Verdrängung, oft das hat jemand anders nochmal ja, gehobene Ausdruck, der Mensch ist mit der höchsten Einheit und Transzendenz bewusst. Und gleichzeitig fühlt er sich von nichts mehr, außer dem Verlust seines separaten Ichs. Also, das ist ja eben nichts anderes als der Tod. Ein Zitat von Ken Wilber, nicht gerade ein ganz besonderer Freund der Astrologie, aber ja, wir setzen uns ja auch mit denen auseinander, die uns nicht so geworden sind. Ich möchte einfach beginnen mit ein paar Zitaten, mit ein paar Affirmationen zum Thema Tod aus verschiedensten Kulturen, verschiedensten
Persönlichkeiten von Platon aus der Antike. Niemand weiß, was der Tod ist, ob er nicht für den Menschen das Größte ist unter allen Gütern. Sie fürchten ihn aber, als wüssten sie gewiss, dass er das Größte und Übel ist. Oder fast über 2000 Jahre später, einer unserer großen Dichterfürsten: hinauf, hinauf, die Erde fliegt zurück, kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude. Oder jemand, der eher so durch seine relativ, schon depressive Dichtung so der Schrecken aller Oberstufenschüler ist. Ich kenne niemanden, der ihn da mag, obwohl er versucht, alle damit gequält werden. Aber Franz Kafka: nach dem Tod also würde ich mich anvertrauen. Rest eines Glaubens, nun Rückkehr zum Vater, großer Versöhnungstag. Und jetzt neben diesen allgemeinen schon mal ein bisschen konkreteres. Jakob Bossart, ein Schweizer Erzähler, hat gesagt: wäre der Tod nicht, es würde keiner das Leben schätzen. Man hätte vielleicht nicht einmal einen Namen dafür. Da ist schon so die Polarität angesprochen, die wir eben immer auch haben, dass man das eine nicht ohne das andere, ohne das Gegenstück schätzen kann. Wir würden wahrscheinlich nicht wissen, was hell ist, wenn es Dunkelheit nicht gäbe und so weiter. Oder eine ähnliche Bedeutung, das ist schon spannend, der große Orson Welles: wüssten wir nicht um unseren Tod, gäbe es auch nichts von Wert im Leben. Dass wir sterben werden, ist eines der größten Geschenke Gottes. Es wäre schrecklich, nicht zu sterben. Und das geht so in eine Richtung, die auch viele weise Persönlichkeiten eben sagen, dass der Tod so etwas wie ein Abschluss eben ist, wie bei einer Abschlussarbeit, egal ob es sich da um eine astronomische Prüfung oder um eine universitäre, akademische Prüfung handelt, dass viele sagen, wenn wir da nicht ganz klare Linien hätten, bis wann was abgegeben werden muss, dann würden wir nicht fertig werden. Und das ist mit Leben, mit unseren Aufgaben eben auch, das deutet sich eben in diesen Zitaten an, wir brauchen quasi den Tod, um überhaupt zu einem Abschluss zu kommen, und trotzdem macht er uns so viele Probleme. Auch auf ein Zitat eines amerikanischen Psychologen, Zilberg: darum leben wir in Zeiten unseres normalen Daseins, ohne je an unseren eigenen Tod zu denken, als glaubten wir in der Tat an unsere eigene leibliche Unsterblichkeit. Wir sind entschlossen, den Tod zu besiegen. Natürlich wird jeder sagen, er wisse, dass er eines Tages sterben müsse, aber in Wirklichkeit berührt ihn das gar nicht. Er freut sich seines Lebens, er denkt nicht an den Tod und will sich auch nicht damit belasten, aber das ist nur ein Lippenbekenntnis. Der Affekt der Todesfurcht ist nur verdrängt worden. Auch so ein Gedanke, den man vielleicht auch mitnehmen kann im Alltag: was mache ich damit, ist das eben wirklich so. Und ein paar bildliche Assoziationen, gerade weil der Tod so unglaublich präsent ist, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, oder wie dieser Silburg eben sagt, gerade deshalb ist er auch so stark präsent in der Kultur. Wie viele Bilder gibt es über Tod, über Sterben? Ich habe zwei von meinem Lieblingsmaler, kann man wahrscheinlich schon leicht erkennen: Caspar David Friedrich, so der Großmeister der Romantik, ab dem Eichswald heißt ihm die. Ich finde ein Tod, was, ein Bild, was mehr, damals war ja noch Saturn die Grenze dessen, was wir eben wahrgenommen haben an Planeten, auch an planetarischer Energie dann. Ein saturnisches Bild ist für mich kaum möglich, oder auch dieses andere Winterland von Caspar David Friedrich. Also wir schaffen natürlich eine These, die viele haben, auch der von mir durchaus geschätzt, Ken Wilber, auch wenn er, wie gesagt, die Astrologie nicht so allzu sehr schätzt, aber er sagt zum Beispiel, Kultur ist der Versuch, die Furcht vor dem Tode zu sublimieren. Also wir schaffen eben Kultur, weil wir die Todesangst verfeinern, verbessern, wir wollen damit umgehen wollen. Und der Tod ist eben wirklich
das Bewusstsein des Toten auch die Quelle einer unglaublich regen künstlerischen Tätigkeit, glaube ich, in allen Bereichen der Kunst, die es eben gibt. Es gibt auch Leute, die sagen, es gibt ein sehr, sehr interessantes, spannendes Buch und wenig bekannt, Ernest Becker, auch ein amerikanischer Psychologe, die Überwindung der Todesfurcht heißt dieses Buch. Und er sagt zum Beispiel, die Zeit ist ein Konstrukt, um den Tod zu leugnen, den Tod eben zu ignorieren. Jetzt über das Thema Zeit hier zu diskutieren, was Zeit ist oder nicht ist, das würde dann den Abend anderweitig füllen, da will ich jetzt einfach nicht weiter darauf eingehen. Oder wo Becker sich auch intensiv mit befasst hat, ist mit dem Eros, was eben so der Versuch ist, eben auch den Tod zu verdrängen, sich der Ewigkeit eben hinzugehen, aber es ist eben doch nur eine Ersatzbefriedigung, die dann ziemlich rasch zu Ende geht. Und so gibt es eben nicht nur die Menschen, die den Tod eben als Freund sehen, sagen, dem Tod können wir vertrauen. Es gibt natürlich auch die ganz andere Sicht und diese Ambivalenz, die möchte ich eben immer darstellen. Das ist jetzt gut aus einem Theaterstück von Shakespeare, ein hässlich Ding zu sterben, gnädiger Herr, unvorbereitet und sich nichts versehen. Oder etwas jünger, ein Zitat, was mich, als ich das erste Mal gelesen habe, ziemlich geschockt hat, von Bertolt Brecht, der Tod ist zu nichten. Es ist natürlich die Frage, wenn man eben in so einer materialistischen Welt lebt, kann man damit natürlich relativ wenig anfangen. Und ein sicherlich geistig Verwandter von Brecht geht da noch ein bisschen weiter, Herbert Marcuse von der Frankfurter Schule. Die bloße Tatsache des Todes hebt ein für alle Mal die Wirklichkeit eines nicht repressiven Daseins auf. Also ein Satz, den man sich wirklich vergehen lassen muss. Ich würde ihm natürlich vehementest widersprechen, denn dass der Tod sozusagen per se das repressive Dasein hervorbringt, da später nochmal drauf zurückkommen. Das ist natürlich ganz typisch für eine bestimmte eben materialistisch orientierte Geisteshaltung und bei diesem Moment vielleicht auch noch ein anderer Gedanke, gerade zur Frankfurter Schule. Wir wissen zum Beispiel das eben von Theodor Adorno, er hat mal eine Schmähschrift gegen die Astrologie verfasst, Aberglaube aus zweiter Hand, hat er die, also ist sie auf Deutsch übersetzt, war im englischen Original, als er in den 50er Jahren noch in den USA gelebt hat. Und damit hat er vor allem eben eines bewiesen, dass er von Astrologie überhaupt keine Ahnung hat. Aber das ist so eine bestimmte Geisteshaltung, die natürlich auch mit dem Tode nicht umgehen kann. Ja, stellt sich da natürlich die Frage, jetzt um dem noch ein bisschen näher zu kommen und nicht nur Größen zu zitieren, wann kann der Tod eintreffen? Gibt es dafür Kriterien? Vor allem, wenn wir das auch ein bisschen astrologisch betrachten wollen, müsste es ja irgendwelche Anhaltspunkte geben oder ist das alles nur ganz böser Zufall oder eben, wie Brecht sagt, zu nichts nütze? Ist es einfach, dass da irgendwelche biologischen Gesetzmäßigkeiten auf irgendeine Art ticken, die unkalkulierbar sind, oder was ist das Ganze? Es gibt spirituelle Menschen oder Medien, die das ein bisschen anders sehen. Ich habe intensiv mit einem Medium mal fast oder war dabei, der hat zum Tod Folgendes gesagt: Entweder, wenn alle Aufgaben im Leben erfüllt sind, wobei man das jetzt nicht unbedingt auf der äußeren Ebene gleich erkennen kann, da ist einfach unser Geist, unser Horizont zu klein dazu. Oder aber, sagt dieser, wenn eine Person sich so verstrickt hat, dass sie sich ihnen, also den Aufgaben, nicht mehr widmen kann, dieses Menschheitsmedium, das Charles genannt wird, das ist natürlich ein Pseudonym für einen amerikanischen Menschen, der auch in Deutschland ist. Ich wollte es einfach, sind so Ideen, die ich bei diesem Thema einfach aufgreifen wollte. Und ich finde, das ist das, was mir natürlich eben sehr, sehr nahe kommt. Und logischerweise, nicht nur mit diesem Referat, habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema eben befasst. Und diese Vorstellung, dass es so eben Aufgaben gibt, die ist wahrscheinlich den meisten, die hier sitzen, mal gar nicht so fremd. Und ich gehe natürlich auch davon aus, dass die meisten, die hier heute Abend sitzen, jetzt nicht unbedingt so diese materialistische Welt eines Marcuse oder eines Bertolt Brecht eben haben, sondern sich auf welche Art auch immer, da sind wahrscheinlich in den 200 Leuten 200 unterschiedliche Vorstellungen, irgendeine Transzendenz eben vorstellen. Und wenn es tatsächlich sowas gibt, dass es gewisse Gesetzmäßigkeiten gibt, nach denen der Tod
treffen kann oder vielleicht wird, dann ist wiederum die große Frage, ist das denn prognostizierbar, womit wir der Astrologie eben schon näher kommen, denn das ist ja eine wahrscheinlich unserer großen Stärken, dass wir für uns in Anspruch nehmen, wir können aufgrund einer gewissen Basis, die natürlich zu erlernen ist, eben auch Prognosen stellen. Kann man eben auch den Tod Prognosen stellen? Kann man womöglich sogar am Horoskop sehen, ob jemand ein langes oder ein kurzes Leben vor sich hat? Auch dazu gibt es nur Stellungnahmen von großen Meistern, von Menschen, die vielleicht über das bisschen hinaussehen, was eben so normale, der normale Horizont eben ist. Und da gibt es zum Beispiel einen, den ich sehr beeindruckend finde. Ich habe ihn zu seinen Lebzeiten noch erlebt. Marcus von Strobelos oder Daskalos, vielleicht kennen die noch einige, ist ein zypriotischer Heiler und Mystiker aus dem letzten Jahrhundert. Er ist 1912 geboren, 1995 gestorben. Da war noch bis in 70er, 80er Jahre in Deutschland, da habe ich ihn einmal bei einer Veranstaltung erlebt, also wirklich ein sehr besonderer Mensch. Und er sagt, konkrete, seriöse Prognosen können eben nur innerhalb von 72 Stunden gestellt werden, denn da, in der Zeitspanne, manifestiert sich Realität. Davor ist alles Potenzial. Es ist ein Gedanke eines sehr mystischen, weisen Mannes. Man kann dem sicher widersprechen, man kann das auch annehmen, und das habe ich ja gesagt, mir ganz, ganz vieles, was ich einfach sage, ist logischerweise einfach im spekulativen Bereich. Das ist einerseits einfacher, andererseits weniger. Und ich will jetzt mal ein bisschen auf die Prognostizierbarkeit nicht nur vom Tod eingehen. Was hat es so in der Geschichte für Prognosen gegeben und was ist daraus geworden? Eine, die die meisten wahrscheinlich kennen hier, aber sie ist einfach, finde ich, so wunderschön, deshalb bringe ich sie hier auch nochmal. Wenn du den Fluss Halys überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören. Das Orakel von Delphi an den König Krösus von Lydien. Das ist vielleicht Ihnen bekannt und vor allem, wie das Ganze danach ausging. Weil als er dieses Orakel empfangen hat, hat er nämlich gedacht, na wunderbar, dann gehe ich los mit meiner Armee und falle da bei meinem Nachbarn, überschreite den Grenzfluss und falle bei meinem Nachbarn ein. Das Resultat war, er ist vernichtend geschlagen worden und sein Reich war besiegt. Also er hatte ein großes Reich zerstört, nämlich sein eigenes. Von daher stimmte die Prognose, aber sicherlich nicht so, wie er sich das eben gedacht hat. Also das ist schon mal so ein bisschen ein Beispiel für die Schwierigkeit eben auch der Prognose, für die Doppeldeutigkeit der Prognosen. Wir kennen da vieles aus der Geschichte, natürlich gerade vom Orakel von Delphi, die oft so formuliert waren, dass sie völlig anders verstanden wurden. Aber das ist einfach nur so ein kleiner Nebenschauplatz. Wir haben es ja um andere Themen, nämlich Todesprognosen. Und Todesprognosen waren schon immer ausgesprochen spannend, das wollten die Menschen schon immer wissen. Nur ein Beispiel für jemanden, der ganz viel großen Wert auf seine wissenschaftliche Manierlichkeit gelegt hat, das war der Herr Sigmund Freud. Der hat eigentlich sein Leben lang Todesprognosen für sich selber gemacht, und zwar allerdings aufgrund der Zahlenmystik. In der Astrologie hat er sich eben nicht befasst, im Gegensatz zu seinem großen Schüler, der C.G. Jung, der uns ja da sehr positiv und aufgeschlossen gegenüberstand, und es ist das erste Mal, hat also Freud seinen eigenen Tod mit 41 prognostiziert. Das hat er dann relativ locker überlebt, dann hat er das nächste Mal das mit 50 oder 51 oder was, also so 10 Jahre später, auch das hat er überlebt, ist dann relativ alt geworden, aber er hat es eben nicht bleiben lassen, sich immer wieder eben zu überlegen, kann ich irgendwie errechnen, kann ich irgendwie dahinter kommen, wie alt ich werde. Und hier auch eine sehr bekannte Aussage von Voltaire. Nochmal zu Beginn auch da der Freund Friedrich II. Ich hatte die Boshaftigkeit, sie nun schon um 30 Jahre zu betrügen, wofür ich mich unterwürfig entschuldige. Also an zwei Astrologen, die seinen frühen Tod vorhergesagt hatten. Aber es gibt dann auch andere Sachen, wo zumindest vordergründig
unsere Zunft nicht gerade besonders gut dasteht. Die kennen das alles so, der berühmteste Kreuzworträtsel-Astrologe der Welt, Wiener, eben Waldensteins Hochastrologe, prophezeite ihm vor seiner Ermordung ein langes Leben. Aber das Ganze hatte eben einen Haken. Man geht davon aus, dass er von den kaiserlichen Truppen bestochen worden war, um um Wallenstein erst recht eine Prognose zu geben, die ihn sozusagen in Sicherheit wiegt, als die Truppen eben die Ermordung schon geplant hatten. Und für einen Feldherr und Kriegsherr gibt es ja nichts Gefährlicheres, als sich in Sicherheit zu wiegen. Und viele groß im Sinne des Militärs, meine ich jetzt, Kriegsführer und Kriegsherren haben nur deshalb so lange gelebt, weil sie extremst misstrauisch waren und auch in ihrem eigenen Umfeld eben immer wieder mit Säuberung und so dafür gesorgt haben, dass da eben keine Opposition entstehen kann. Und man vermutet, dass eben diese immer wieder auch als Beispiel gegen die Astrologie genannte Prognose von Sina eben auf so eine Intrige zurückging. Und habe noch ein anderes historisches Deutnis, also vor allem kulturhistorisches Beispiel von einem der ganz Großen der Renaissance, nämlich Giovanni Pico della Mirandola, der mit Basilio Ficino, beide eigentlich ursprünglich bedeutende Astrologen, dann vor allem der zweite, Basilio Ficino, in so einer Art intellektuellen Wettstreit lag. Und von Mirandola, was auch ein Ort in Italien ist, da würde ich einfach nur ein bisschen zu sagen, er hat dieses ganz berühmte Werk, die Digitate Hominem und die Würde des Menschen, geschrieben. Er war damit der Vordenker der menschlichen Selbstbestimmung, der Freiheit von Schicksalszwängen und von transzendenten Mächten. Er wandte sich damit gegen die deterministische Astrologie. Und er war aber auch durchaus ein Mystiker, er war also kein reiner, rationaler Mensch. Und der Grund für seine Ablehnung der Astrologie, von der deterministischen Astrologie, den hat er in seinem ganz persönlichen Leben eben gefunden, weil ihm war von einem anderen Astrologen, jetzt nicht direkt von Basilio Ficino, aber einem sozusagen Ficino nahestehenden Astrologen aus Siena, war ihm ganz frühzeitig der Tod mit ungefähr 33 Jahren prognostiziert worden. Und das ist das Horoskop ohne Häuser. Ich habe leider von Mirandola keine Geburtszeit irgendwo gefunden. Sollte jemand da einen Tipp haben oder vielleicht sogar wissen, würde mich sehr interessieren, aber selbst ohne Aszendent und Häuseraufzeichnung ist es eben unglaublich spannend, was wir da sehen in dem Horoskop und woher. Also das war eine rein astrologische Prognose, woher die eben kommen kann. Das deutet sich ganz klar an, nämlich natürlich eben Saturn lief das zweite Mal über die Sonne, das erste Mal nach wenigen Jahren nach der Geburt hat er ja offensichtlich das überlebt, aber eben jetzt lief er das zweite Mal, da war er eben gerade Anfang 30. Dass Pluto direkt auf dem Mars stand, konnten die damaligen natürlich noch nicht wissen, aber wir wissen auf der anderen Seite, dass es natürlich auch Wissen gibt, was sich nicht nur so rational erklärbar lässt, also womöglich hat da auch was eben mitgespielt. Und das ganz Makabre an der Geschichte war so, Mirandola hat sich sein Leben lang dagegen gewehrt, also offensichtlich hat ihn diese Prognose getroffen und er hat nicht zuletzt aufgrund dieser Prognose sich eben sehr stark gegen die deterministische Astrologie gewandt. Aber diese Prognose ist voll und ganz eingetroffen. Er ist kurz vor seinem 32. Lebensjahr als ganz junger Mann gestorben. Und wie gesagt, auch wenn die damaligen den Pluto noch nicht kannten, man kann auch darüber streiten, wie weit hat er dann gewirkt. Ich bin da natürlich überzeugt davon, dass er auch da schon gewirkt hat, denn auch sein Tod ist eigentlich bis heute ein Mysterium. Es war jetzt auf der äußeren Ebene zumindest jetzt keine Gewaltanwendung, aber womöglich eben doch. Und zwar, ist ganz plötzlich eigentlich aus strotzender Gesundheit in hohes Fieber verfallen, ist an diesem hohen Fieber gestorben. Und die Gerüchte haben sich bis heute, es ist weder bewiesen noch widerlegt, dass sein Sekretär
ihn vergiftet hat und angeblich sollen auch irgendwelche dann homoerotischen Verhältnisse zwischen den beiden noch im Spiel gewesen sein, mit denen wohl einer nicht klargekommen ist und so. Also das sind so diese Gerüchte, also gerade vom Pluto in der Unterwelt eben Geheimnis, das konnte man damals natürlich nicht offen leben, das ist ja klar. Er hat andere Beispiele, aber ich will jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, die also unglaublich plutonisch noch waren in seinem Leben, auch wie gesagt, wenn man den noch nicht kannte, und ist dann tatsächlich also genau zu dieser Prognose eben gestorben. Also schon eine sehr bezeichnende Geschichte, wo man dann denkt, ja, offenbar lässt sich prognostisch doch einiges sagen, wobei natürlich nicht jeder, der den Übergang von Saturn über die Sonne hat, dann gleich stirbt. Also ich hatte ihn auch vor kurzem mal gesehen noch. Ja, eine andere Geschichte noch als letztes hier wieder das Beispiel jetzt von den, sag ich mal, so etwas historischen Prognosen, auch eine Sache, wo der Datenschatz relativ dürftig noch ist. Das ist Oedwin von Hobart, der großartige Dichter eben der Weimar, also der Wiener Zeit, der 1901 geboren, der Zwischenkriegszeit, ein unglaublich kraftvoller Dichtergeschichten aus dem Wienerwald, kennt wahrscheinlich die meisten, aber persönlich ein Mann, der voller Angst besetzt war, voller Aberglaube und dem ebenfalls im Ende Mai, Anfang Juni 1938, da gehen die Meinungen auch ein bisschen auseinander, entweder sogar der Tod prophezeit wurde oder aber eine ganz grundlegende Veränderung seines Lebens und eine ganz starke Erschütterung seines Lebens. Das hat er als sehr ängstlicher, abergläubischer Typ sehr ernst genommen und hat dann versucht, eben genau das zu vermeiden. Und das ist so bei Oedwin von Hobart also eine unglaubliche Geschichte der wirklich klassischen Tragödie in Reinkultur, wo was prophezeit wird und bei allen krampfhaften Versuchen, dies zu vermeiden, man sich umso tiefer hineinbegibt und dann genau sein Schicksal eben entsprechend lebt. Und das war seine Geschichte. Ich habe leider auch von ihm keine Geburtszeit gefunden, sodass ich jetzt also kein komplettes Horoskop mit Aszendent habe. Da auch gerne, wenn jemand da ein Zitat hat, also bei Lewis Rodden gibt es das leider, ist er nicht da dabei. Wäre eben schon mal spannend. Ich will da auch jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, habe das nicht astrologisch vorbereitet, nur noch die Geschichte, weil sie einfach so absolut unglaublich ist. Also ihm war, wie gesagt, tiefe Erschütterung bis hin zum Tod prognostiziert worden, angeblich von einer Zigeunerin, also Roma, wie man dann heute sagt. Anfang Juni, er war gerade vor den Nazis geflohen, die auch Österreich übernommen hatten, war nach Paris gekommen und hatte sich getroffen mit einem Filmemacher und dessen Frau, die wollten ein Filmprojekt mit ihm besprechen. Dabei, wir waren im Pariser Café, dabei kam es dann zu einem ziemlich, oder als sie gegen Ende waren und sich auflösen wollten, zog ein Unwetter herauf. Und der extrem ängstliche Oedwin von Hobart hat davor schon mal ziemlich Angst gekriegt. Er hat zu der Zeit auch zum Beispiel gar keine Fahrstühle benutzt, weil er dachte, das bringt nur Unglück. Dann hat ihm dieses Filmemacher-Ehepaar angeboten, die waren mit dem Auto unterwegs, damals sicher auch nicht so selbstverständlich, haben gesagt, sie nehmen ihn mit dem Auto mit und bringen ihn nach Hause. Hobart hat gesagt, nein, das macht er nicht, das ist ihm viel zu gefährlich und nur so ein Todesding. Und dann ist er zu Fuß gegangen, er ist zu Fuß gegangen, das Unwetter wurde immer schlimmer. Er hat unter einem Baumschutz gesucht, in dem Moment schlug der Blitz in den Baum ein, ein Ast brach ab und hat ihn erschlagen. Und das ist, wie gesagt, eine Geschichte, wie sie die griechische Tragödie nicht schlimmer machen könnte. Man kann natürlich auf der einen Seite sagen, es spricht für die Leute, die sagen, Ton anders ist prognostizierbar, man hat es ja gesehen, man kann natürlich auf der anderen Seite, ich frage mal etwas psychologisch, aber ich sage, in seiner Angst, in seinem Aberglauben hat sich Oedwin von Hobart natürlich derartig mit dem Tode befasst, dass er genau das angezogen hat, womit er sich eben ständig befasst hat. Ja, und bevor ich dann jetzt konkret zur Astrologie, zu den Horoskopen komme, noch einmal eine Sicht eines ganz großen Philosophen der Antike, Seneca, den ich sehr schätze als Stoiker, der auch nur so als Idee Folgendes gesagt hat: Was gibt es aber Törichteres, als sich darüber zu verwundern, dass an einem bestimmten Tag eingetroffen ist, was eigentlich an jedem Tag geschehen kann? Das Ende steht zwar für uns alle fest zu dem von der unerbittlichen Notwendigkeit des Schicksals bestimmten Zeitpunkt, aber niemand von uns weiß, wie nahe er sich schon bei diesem Zeitpunkt findet. Also die Stoiker alles eben gelassen
zu sehen. Ja, und dann komme ich sozusagen zu unserem eigenen Fach, nach dieser ganz kleinen, eben kulturhistorischen, der Abschluss wäre schon übertrieben, aber Eindruck vom Thema Tod, eben natürlich für uns als Astronomen die große Frage, wenn wir prognostizieren wollen, dann ja, melden wir uns ja, oder wenn es überhaupt um Prognose geht, melden wir uns ja immer vernehmlich zu Wort, um das Evangelium zu zitieren. Beim Thema Tod ist es dann eigentlich außer der Rolle, ist wieder ein großes Tabu, ist sogar mal im Berufsgelöbnis des Astronomenverbandes ausdrücklich verboten war. Aber es gibt natürlich trotzdem hier Themen und wir haben als erstes klassisch gesehen den Saturn. Warum Saturn? Klar, er ist der Hüter der Schwelle, er ist derjenige, der letzte Planet, der mit bloßem Auge sichtbar ist. Wenn wir diese Schwelle überschreiten, dann sehen wir jetzt erstmal also vom Klassischen her, ohne unsere ganzen technischen Möglichkeiten, sehen wir nichts mehr, erkennen wir nichts mehr. Also das ist genau die Schwelle, die sozusagen auch symbolisch das Leben vom Tod eben trennt. Da ist Saturn derjenige, der diese Schwelle bewacht und auch uns nicht ungestraft darüber lässt, beziehungsweise wenn man sie überschritten hat, dann gibt es eben auch kein Zurück mehr. Und seitdem wir die ganzen Teleskope und sonst was haben, kommt eben Pluto dazu, von der, finde ich jetzt mal, kleine Spitze klassischen Astrologie manchmal etwas unterschätzt. Aber das ist natürlich auch Pluto in seiner Reinkultur, dass er einfach ja, sich zurückhält. Die Astronomische Vereinigung hat ihn ja vor ein paar Jahren oder ungefähr 10 Jahren zurückgestuft vom Planeten zum kleinen Planeten. Ich denke, das ist eben da Pluto wunderbar eben gewirkt. Er zeigt nämlich genau, wie er im Verborgenen eben wirkt. Und Pluto steht natürlich für den Tod. Es ist die tiefe Transformation. Es ist das Endgültige. Das gibt es aus unserer Sicht Endgültigeres als den Tod. Also dafür steht eben Pluto. Und dann für mich ganz wichtig auch der Neptun dabei. Viel mehr als der Uranus, komme ich gleich noch kurz drauf. Das ist eben Neptun, die Überschreitung eben der materiellen Grenzen, die Sehnsucht nach dem Transzendenten, und das können wir letztlich hier im materiellen Körper nie erreichen. Wir haben unendlich viele Hilfsmittel, mit denen wir das teils mehr, teils weniger konstruktiv machen. Die ganze Thema Süchte und so weiter mit allen möglichen Formen ist natürlich das Neptun-Thema schlechthin, die unerlöste Art, eben die Transzendenz zu erlangen, über die materiellen Grenzen des Daseins hinauszugehen, auf spirituelle Art, durch Meditation, durch was auch immer, mystische Übungen, können wir es bewusster machen, können dann auch bewusst zurückgehen, aber es ist eben letztlich immer diese Sehnsucht da, die wir auch zeigen, auch beim Tod durchaus da sein kann. Uranus, würde ich behaupten, jetzt hier lasse ich hier extra weg, ist eher etwas, was auf die Umgebung einwirkt, also die Angehörigen der Verstorbenen, vor allem bei dramatischen Sachen. Der Uranus ist für mich sozusagen so der Revolutionär, der Bilderstürmer, der erschüttert, aber jetzt nicht so in dieser Tiefe, wie es der Pluto macht, sondern der rüttelt eher, und wir können hinterher eben da dann weitergehen. Und das ist eher das, was die Angehörigen betrifft und nicht die Toten selber, denn zumindest was wir wissen, was wir wahrnehmen, gibt es danach eben dann in unserer Existenz keine weitere Form geben. Aber wenn ich natürlich noch erwähnen würde, ist eben natürlich der Mars, vor allem wenn es gewaltsam eben zugeht. Und die Entsprechung, die kennt hier natürlich jeder, aber ich würde es trotzdem einfach noch sagen, auch für diejenigen, die vielleicht nicht ganz so intensiv sich damit befassen, natürlich das 8. Haus eben für den Pluto oder Skorpion und das 12. Haus für die Fische, die eben oft dann mit dem Tode halt zu tun haben. Und ganz interessanterweise, dass eben das 10. Haus, das 1. Haus oder eben Steinbock und Widder kaum vorkommen, wenn wir vom Tode reden. Wir haben damit, verbinden damit ganz andere Assoziationen und auch ganz andere Themen jetzt mit dem 10. Haus und dem 1. Haus. Das ist im Gegenteil, da treten wir sozusagen mit aller Kraft ins Leben rein. Das ist eben die Frühlingskraft, die uns anschiebt und mit der wir dann im Leben wollen, und wir denken da eben nicht an den Tod, also die Mars-Entsprechung. Das ist so ein bisschen jetzt so die
astrologische Grundlage. Das ist sicherlich hier in diesen Kreisen eben nichts besonders Neues gewesen, aber ich wollte es einfach nochmal so im Rahmen wirklich auch ganz abzustecken, auch nicht unerwähnt lassen. Ich komme dann eben zu einigen Beispielhoroskopen, an denen ich auch gearbeitet habe. Es sind unglaublich frappierende Signifikanzen, die immer wieder kehren, wenn man sich eben das Thema drum befasst. Vielleicht auch noch ein bisschen zu meiner Methode. Ich habe mich weitestgehend auf Transite beschränkt. Das eine aus einem ganz einfachen Grund, weil ich sozusagen ein großer Anhänger der Prognose mit Transiten eben bin, ich alleine, aber schon in erster Linie, weil das ist das, was wir wirklich sehr konkret wahrnehmen können. Wir sehen am Himmel die Venus, den Mars, gut, den Pluto sehen wir nicht, aber wir können ihn durch Teleskope sehen. Das ist sehr konkret, sehr handlich, hat vielleicht damit zu tun, dass ich auch eine starke Erdbetonung habe. Andere Sachen, andere Systeme funktionieren natürlich auch, aber sie sind trotzdem eher Konzepte. Also Transite sind keine Konzepte. Jeder Astronom würde auch bestätigen, dass Mars jetzt dasteht und Saturn da, der würde natürlich nicht bestätigen, dass das irgendwelche Konsequenzen für uns hat und dass es irgendwo früh steht. Aber dass diese Transite da sind, ist, glaube ich, wenn wir jetzt diese materielle Welt hier als Basis in Anspruch nehmen, dass die Transite eben wirklich existieren. Das macht sie für mich eben so besonders wertvoll. Und das andere ist natürlich, dass eben andere Prognose, Methoden, vor allem Progression, für die Planeten, die ich gerade eben genannt habe, Saturn, Pluto und so weiter, wenig Relevanz haben, weil in einem Leben, selbst wenn einer 90 wird, hat sich am Pluto, Stellung von Pluto nicht allzu viel verändert. Also von daher gehe ich jetzt vor allem eben auf die Transite, das ist das Horoskop jetzt von einer Frau. Und ich habe hier wirklich nur Beispiele, die alle anonymisiert habe von Menschen aus meiner näheren Umgebung, die ich auch selber begleitet habe, die ich lange kannte und mit denen ich mich auch, soweit das möglich war, intensiv über den Tod auseinandergesetzt habe. Das ist eine Frau, man kann das ganz gut erkennen, ungefähr Mitte der 30er Jahre geboren, also erkennen an den langsam laufenden Planeten, wenn es auskennt, also Mitte der 30er Jahre geboren. Sie stammt aus, oder sie war in so einer Künstlerszene, sehr disziplinierte, aber die Sonne ist gerade noch so im Schützen, aber der Saturn, sehr nah am Aszendenten, das hat sie schon sehr prägt. Andererseits eben das Uranische war natürlich ist in Künstlerkreisen ja quasi eben selbstverständlich. Und sie hat immer, also vor dem Thema Tod, hat sie nie ein Tabu gehabt. Sie war intensiv in der Hospizarbeit, hat in dem Ort, wo sie gelebt hat, mit geholfen, ein Hospiz aufzubauen. Und dann hat man Mitte 2016 bei ihr einen Magentumor, und zwar schon im relativ weiten Stadium, festgestellt. Und die hat von Anfang an gesagt, ich mache auf keinen Fall da jetzt irgendwas Medizinisches, also so mit Operieren oder Chemo oder so. Ich gehe dann nur mit alternativen Medizin dran. Sie konnte das ganz gut machen. Das war unglaublich teuer, aber sie war nicht so ganz arm, also das ging. Und ihr war von Anfang an klar, sie konnte damit den Tod eigentlich nur aufhalten. Und dann ist sie zu mir gekommen, wir kannten uns schon länger, hat gesagt, sag mal, kannst du mir voraussagen, wann ich sterbe? Ich dachte, selbst wenn man das astrologisch könnte, es ist auf jeden Fall ethisch schon mal nicht gerade unumstritten. So, und dann habe ich aber gesagt, und zwar, sie hat mir dann noch erklärt, warum sie das wissen wollte, jetzt nicht aus Neugier, sondern, wie gesagt, sie hatte noch ein größeres Kunstprojekt vor. Und er hat gesagt, habe ich diese Zeit noch? Eben habe ich gesagt, dann gucken wir uns doch mal von der anderen Seite an, fragen wir nicht, wann stirbst du, sondern fragen wir, wie viel Zeit bleibt dir noch so, um in deiner Kraft und Energie eben zu leben. Und das war, wie gesagt, Mitte 2016 und ich habe ihr prognostiziert, dass sie noch bis ein gutes Jahr, bis Herbst 2017 stark in ihrer Kraft sein würde. Das waren jetzt die Transite exakt zu ihrem Tod, der dann kurze Zeit später war. Das heißt, sie hat, wenn auch mit großer Anstrengung, aber dieses große Kunstprojekt war eine große Ausstellung noch, hat sie noch durchgezogen, hat auch sehr viel Resonanz damit gehabt in ihrer Umgebung. Sie wollte noch eine private Reise machen, die hat sie sogar auch noch gemacht. Und dann im Herbst 2017 kam dann tatsächlich ein unglaublich starker
Verfall, den sie, ja, wo sie einfach dann sagen, fast sich körperlich verabschiedet hat. Sie war immer schon eine sehr kleine, zierliche Person und ist da wirklich am Ende, hatte man das Gefühl, das ist nur noch so eine Fee, die wiegt so viel wie eine Feder. Und was hier eben an Transiten, wie gesagt, gucke ich jetzt eben vor allem drauf, deutlich eben zu sehen, ist natürlich, und das ist interessanterweise ganz häufig eben der Mond, der Pluto in exakter Opposition zum Mond. Das ging bis August 1917, stand Pluto in genauer Opposition eben zum Mond. Und das finde ich auch wiederum eine spannende Geschichte von den Transitaspekten. Ich finde, die Opposition ist da für mich was ganz besonders Deutliches, nicht nur als Spannungsaspekt, wenn man das so will, sondern die Opposition ist der Aspekt der größten Sichtbarmachung. Wir sehen den Mond nie so hell wie zum Vollmond, weiß jeder, und jeder weiß auch, was ist Vollmond, natürlich Sonne-Mond-Opposition. Das heißt, man strahlt sich genau, und für mich ist diese Sichtbarmachung noch ein viel stärkeres Element als das, was wir normalerweise unter Opposition verstehen, eben so sich behagen, sich bekriegen, die Opposition im Bundestag etc. Der Pluto in exakter Opposition eben zum Mond geht natürlich dann dadurch, dass er die Seele ins Unendliche, das sagen, eben hineinzieht, in seine Endgültigkeit und da die tiefe Transformation eben macht. Der Körper verfällt, wie gesagt, sie war am Ende wirklich wie so eine Fee, wie ein Fehler fast, so kam sie einem vor. Und die Seele hat aber die Transformation. Der Körper spürt er nichts davon, das ist das einzig Sichere, dass der verfällt, aber was mit der Seele passiert und was ist mehr Transformation als eben Pluto? Das ist eben eine sehr, sehr intensive Geschichte, man könnte da noch viel drüber sagen, ich will einfach noch ein paar andere Beispiele eben hier bringen, um nur so die ganz wichtigen Sachen in einer Stunde, was für Astrologie und Tod ist, ein bisschen vielleicht arger Anspruch, aber einfach ein paar weitere Beispiele noch hier, das ist ein Horoskop, wie man dann auch von den langsamen Läufern erkennen kann, von einer Frau, die sehr alt geworden ist mir sicherlich so die Frau, die ich am längsten in meinem Leben kannte, nämlich meine Mutter, die jetzt im Sommer gestorben ist. Auch da eine unglaublich interessante, was man darin erstmal sieht. Erstmal ganz kurz zum Horoskop. Man kann sehen, sie hat die Sonne im Schützen, sogar noch die Venus mit dabei, gut nach klassischer Theorie verbrannt. Ich habe sie niemals als Schütze erlebt, niemals überhaupt. Am Anfang, als ich hatte das schöne Zitat von Maria, wie ich in die Astrologie so eingeführt worden bin oder abgeschreckt worden bin, da war das kein Thema für mich, aber meine Mutter war wirklich jemand, die, also wenn sie den Kirchturm im Dorf nicht mehr gesehen hat, dann wurde sie schon unruhig. Also das war das völlige Anti-Schütze-Programm. Und als ich mich dann, also ihre Geburtstag herausgefunden habe, bei Abend gesehen habe, sie hat den Aszendent im Steinbock, sie hat den Mond eben im ersten Haus, auch noch nahe Aszendenten, und sie hat den Saturn, jetzt nicht direkt am MC, aber fast am MC und noch im 10. Haus eben ganz oben stehen. Und das war das, wie ich sie immer erlebt habe. Sie war Saturnikerin eben durch und durch und diszipliniert, hat sich nie beklagt, viel Arbeit. Wir waren 5 Kinder, wir hatten sehr wenig Geld, mein Vater war ein sehr einfacher Fabrikarbeiter. Und von daher, also braucht man diese saturnischen Fähigkeiten, die braucht man. Und wenn man sich dann eben angeschaut hat, jetzt die Transite zu ihrem Tode, jetzt im Sommer, das war zum einen, stand Neptun im Quadrat zu ihrer Sonne, ihre Lebenskräfte haben immer mehr nachgelassen. Sie ist immer weiter vom Leben eben weggegangen. Und das war eine interessante Geschichte, also sie war bis 90. Total fit, sie hat alleine gelebt, dort 5 Kinder, keiner war direkt zu Hause, die meisten in der näheren Umgebung, ich leider weiter weg. Und sie hat bis 90 total fit gelebt und dann mit 90,5 hat man dann bei ihr einen Tumor in der Bauchspeicheldrüse entdeckt. Und dann ging es am Anfang mal gar nicht, in den letzten Monaten ging es mit ihren körperlichen Kräften wirklich total neptunisch auf Sonne, ging es ganz rapide bergab.
Und sie ist da nicht mit klargekommen. Sie war ihr Leben lang, sie hat nie gejammert, nie irgendwie geklagt über ihr Schicksal oder sonst was. Aber diese letzten Monate, da ist sie, als sie dann gemerkt hat, meine Kräfte lassen nach, ich brauche irgendwann sogar Hilfe. Die letzten 3 Wochen hat sie dann eine Pflegekraft. Sogar da konnte sie eben überhaupt nicht mehr beklagen. Und wie gesagt, wir sehen das zum einen eben am Neptun und dann läuft Saturn eben durch das 12. Haus eben hindurch als Todesbote in diese Transzendenz. Und sie hat in den letzten Wochen vor allem gesagt, ich will sterben, warum sterbe ich nicht, ich will endlich eben sterben. Also diese neptunische Sehnsucht danach, eben der Transzendenz darüber hinauszugehen, das war bei ihr unglaublich stark. Und ich selber wohne 500 Kilometer von ihr entfernt. Ich hatte den großen Wunsch, beim Tod dabei zu sein. Ich hatte aber auch im Sommer auch noch irgendwie andere Pläne. Und dann war dieser Neumond im Krebs, im Juli, Mitte Juli, 13. Juli. Und da habe ich gedacht, das könnte der endgültige Auslöser sein. Dieser Neumond genau auf ihrer ACDC-Achse, also am Deszendenten. Ich bin einen Tag vorher hingefahren. Sie war bis mittags des folgenden Tages noch richtig, also für die Verhältnisse ihrer Krankheit noch relativ fit. Ich wollte sogar noch selber auf so ein Toilettenstuhl gehen und 3 Stunden später war sie tot. Also das war schon ein sehr bedeutendes Erlebnis. Und ich habe meinen Brüdern, für die alle durch die Bank kaum lassen, die glauben, gesagt, dass auch am 13. Juli wird sie sterben. Und sie waren dann ziemlich schockiert, dass das genauso gestimmt hat. Ja, das war dazu, was so, wo man eben noch einiges an messen kann. Wie gesagt, da kann man noch viel, viel tiefer in alles reingehen, aber einfach nur so als die wichtigsten Sachen. Hier ist der Tod eines, wie man sieht, noch relativ jungen Mannes an den langsam laufenden Planeten, der nicht auch eine ganz tragische Geschichte hat. Auch da wieder Pluto in Opposition zum Mond, also der laufende Pluto hat im Radix eine Mond-Mars-Opposition, die ein paar Grad Orbis hat, aber die noch aufeinander zuläuft eben. Und das ist ja schon was wichtig. Und bei den Sekundärprogressionen, die ich hier nicht zeige, stand die Sonne genau auf dem Pluto. Die tragische Geschichte war, der Mann wollte einen Urlaub machen. Ich habe ihn erst im Nachhinein kennengelernt durch eine gute Freundin der Familie, die ich sehr gut kenne. Und zwar wollte er das in einem Land machen, in dem er sich relativ sicher fühlen könnte. Und dann ist er ausgerechnet nach Brasilien gefahren. Brasilien hat die größten Kriminalitätsraten der Welt. Ich habe denen gesagt, sag mal, geht zu Brasilien, ein sicheres Land, kann ja wohl nicht wahr sein, da geht man irgendwo nach Asien. Aber nein, er ist in Brasilien eben ermordet worden, auf sehr plutonisch, keiner weiß es genau. Offensichtlich wurde, und zwar ist einfach draußen gefunden worden, offensichtlich haben die Behörden mehr vertuscht als aufgeklärt. Und wenn ich ihm gesagt hätte vorher, du pass auf, dein Pluto gegen den Mond, das ist doch vielleicht ein bisschen gefährlich und Brasilien schon gar nicht, ist wieder die Frage, die sich auch öfter stellt. Hätte man es verhindern können? Wäre er heute noch am Leben, wenn er so diese Pluto-Mond-Opposition ernst genommen hätte und stattdessen ins relativ belanglose Thailand geflogen wäre oder Myanmar oder Australien? Werden wir nie beantworten können. Und das ist ja eben auch das Spannende, was ich am Anfang gesagt habe. Wir bleiben im spekulativen Bereich. Wir sehen hier aber auf der anderen Seite deutliche Hinweise. Natürlich stirbt nicht jeder, der Opposition eben Pluto zu seinem Mond hat. Aber es ist doch ein Hinweis, den ich häufig gefunden habe, wo dann eben wirklich diese tiefe Transformation der Seele eben stattfindet und eben auch genau beleuchtet wird und da eben hinkommt. Hier noch ein weiteres Beispiel einer Frau, die sehr, ich war jetzt zu schnell, ich habe hier dazu noch gar nicht. Nee, das ist gemeint, ja, alles klar. Das ist die Frau, die ich noch zeigen wollte. Eine Frau, muss ein bisschen machen, die in einer, sieht man den langsam laufenden Planeten, in den 40er Jahren geboren, die in einer typischen akademischen Männerdomäne sehr, sehr erfolgreich war, dafür aber auch viel bezahlt hat. Also sie war wahrscheinlich der größte Macho im ganzen Institut, muss man so sehen. Und also ihre Umgangsform, auch wie sie Männer fertig gemacht hat, ich habe selber miterlebt. Auf der anderen Seite war sie hochsensibel und ihre Venus im Krebs zum Beispiel, wenn man da falsch kam, das war schon ein bisschen tragisch. Und sie hat vor allem aber mit einem bezahlt, sie hat nämlich
ja, dem Alkohol auf eine Art zugesprochen, was nicht mehr schön war daran. Es war letztlich auch das, woran sie dann eben auch gestorben ist. Und ich habe das gesagt, Alkohol, wofür steht natürlich Alkohol? Eben Neptun. Klar, sie hat Neptun im 12. Haus, also genau da, wo er eben hingehört. Und in diesem Fall wieder war der Mond betont, der Mond eben wirklich als die Seele, die die große Transformation eben macht. Nicht der Körper, der ist einfach weg, aber die Seele, die eben die Transformation macht. Und Neptun ist exakt in Opposition wieder zu ihrem Mond gelaufen. Jetzt könnte man wahrscheinlich als Skeptiker sagen, ja, da hat sich jetzt alle die Beispiele rausgesucht, wo Opposition Mond, das war, ich habe es nicht, ich habe mir vorher die Menschen überlegt, die ich nehmen wollte, habe dann daran gearbeitet und war dann immer wieder überrascht, was da gekommen ist. Hier ist ebenfalls ein ja, relativ tragischer Fall eines Mannes, Workaholic, in einem weitestgehend sozialen Bereich, hielt sich für sehr unverzichtbar und ja, hatte eine Erkältung mit Fieber, hat sich verschleppt, ist aufs Herz geschlagen und man hat eigentlich gedacht, das ist schon vorbei und er ist einfach mitten in der Arbeit umgekippt und war sofort tot. Das sind die Transite zu seinem Tode. Übergang. Man sieht da eben vor allem eine Geschichte. Er hat eben so eine starke Konzentration eben auch wiederum im Krebs. Da kann man sich als kleines Stellium bezeichnen mit Sonne, Mars und Uranus. Und was haben wir da gegenüber? Natürlich wieder Freund Pluto. Hier ist noch mehr, stellt sich jetzt für mich die Frage, wenn ich ihn vorher beraten hätte oder gesehen hätte, dass jetzt gerade Pluto in Opposition zu diesem Stellium eben läuft, zu Sonne, Mars und Uranus und die Hälfte sozusagen überschritten hat zur Zeit des Todes, also über Sonne und Mars war er gerade weg, auf Uranus lief er zu, aber das ist ja eine Energie, die ein Stück weit auch eine Einheit bildet. Ich hätte ihm gesagt, du pass auf, das ist eine Konstellation, da muss man vorsichtig sein. Wir wissen es nicht, was dann passiert wäre, ob er es eben dann einfach, er hätte einfach nur zum Arzt gehen müssen, sich Antibiotika verschreiben müssen, jetzt hätte, wäre, wenn, dann würde er auf der medizinischen Ebene betrachtet, würde er heute noch leben. Aber eben, er hat es nicht gemacht und er lebt halt nicht mehr. Und als letztes jetzt von den Beispielhoroskopen eben der Verstorbenen, ebenfalls wieder ein relativ tragischer Fall, man kann das sehen, obwohl man sieht nicht das Todesdatum, aber ein Mann, der heute um die 40 wäre, der aber mit 15 Jahren schon gestorben ist, also ein Jugendlicher, der da gestorben ist, ja doch, man kann es natürlich an den Transiten sehen, also Pluto im Skorpion, das ist ja schon einige Zeit her, also das waren die Transite zur Zeit eben von seinem Tode und man kann eben auch sehen an den anderen Läufern. Und das war eine ganz tragische Nummer, weil er ist an etwas, was für einen pubertierenden Jugendlichen mit 15 durch hochpeinlich ist. Er hatte nämlich Hodenkrebs, und zwar also einen Tumor im Hoden. So. Und zwar, er war schon riesig groß und die Ärzte, als er dann tot war, haben die Eltern regelrecht angegriffen, so nach dem Motto, wie kann man als Eltern denn sowas nicht sehen? Aber natürlich ein 15-jähriger Junge wird das wohl kaum eben irgendwo offen gemacht haben, darüber geredet haben. Und dieser Krebs begann, ich kenne die Angehörigen eben sehr gut, genau 2 Jahre vorher, als Pluto über die Sonne lief. Wir sehen das eben im Skorpion. Er ist da ohnehin jemand, er war ein ganz außergewöhnlicher Junge, aber als er gelebt hat, kannte ich ihn noch nicht, aber ich kenne die Familie ganz gut. Er hat schon als Kind immer wieder auf Friedhöfe gewollt. Das ist ja nicht unbedingt das, wo es Kinder so hinsieht. Es braucht zwar vor allem zu Kindergräbern. Er war unglaublich fasziniert an Kindergräbern. Da kann man sich also schon vorstellen, da war sowas, da man sieht, dass natürlich auch Pluto aufsteigender Mondknoten da mit einer gradgenauen Konjunktion, dann Sonne, Uranus im Skorpion eben und wie gesagt, dieser Tumor begann eben genau, als Pluto über die Sonne eben gegangen ist. Dann war kurze Zeit später Neptun, diese Sehnsucht nach Transzendenz, genau im Quadrat zu seinem Pluto aufsteigenden Mondknoten und überhaupt auch zur Mondknotenachse. Und Saturn war fast in Opposition zu seiner Stellung und am Tag des Todes, also am Tag vor dem Tod, war Mars exakt auf seinem Saturn, das heißt eben seine körperlich, man hat bis zum Schluss gedacht, als man dann wusste, was los war, wir schaffen das noch, seine letzten Worte waren, wirklich zu seiner Mutter war, wir schaffen das, die
Zitat haben wir heute in anderen Zusammenhängen, aber sie haben es eben nicht geschafft und der Junge ist gestorben, genau als dann eben Mars über den Saturn gezogen ist und das Körperliche eben sozusagen dann beendet hat dazu. Und jetzt noch einmal mein geliebter Seneca als Zitat. Wer nicht sterben will, hat eigentlich auch nicht leben wollen. Das Leben ist uns mit der Ausrichtung auf den Tod gegeben worden. Ihn zu fürchten, ist daher Zeichen eines Toren. Auf Gewisses wartet man, vor Ungewissem hat man Furcht. Der Tod besitzt eine unparteiische und unbezwingbare Notwendigkeit. Wer könnte sich darüber beklagen, sich in einer Lage zu befinden, in der sich jeder befindet? Und damit noch zwei Beispiele für den Blick auf die Angehörigen der Toten, eben dieser, weil die müssen natürlich auch davon betroffen sein, da muss man eben auch was sehen. Das eine ist die Partnerin von dem Mann, wo ich gesagt habe, Workaholic, der eben diese verschleppte Erkältung und Fieber hatte und dann eben das Herz dann geschlagen ist und ihn sozusagen von einer auf eine Sekunde aus dem Leben gerissen hat. Diese, insofern sehr tragischer Fall, ist eine gute Freundin von mir, die selber als Kind missbraucht worden ist über viele Jahre, das später sich nochmal wiederholt hat, sogar im therapeutischen Bereich, die aber die Kraft hatte, dagegen anzugehen. Sie hat natürlich dann, wie das die Leute öfter haben, dann die Probleme gehabt mit Partnerschaften und sie hat dann im relativ hohen Alter, schon mal, was wir auch in den langsamen Läufern sehen, hat sie diesen Mann gefunden und getroffen und die war eine richtig schöne, glückliche Beziehung. Ich habe ihn auch kennengelernt eben über sie und das war so mal richtig schön für sie und dann traf sie das natürlich mächtig und da erleben wir dann vor allem Pluto eben in Opposition zu, Uranus natürlich, Uranus, wo ich sagte, der kommt vor allem bei den Angehörigen vor, das ist nicht die totale Endgültigkeit. Sie ist an dem Thema natürlich noch dran, sie ist da noch nicht drüber hinweg, aber es ist trotzdem eben etwas, was Uranisches hat. Und noch ein anderes Beispiel, ich habe dann in diesem Fall auch mal die Sekundärprogression eben mitgemacht und das ist schon spannend, da ist eine ganz große Versammlung von ihr, von den Sekundärprogressionen im Steinbock und genau zur Zeit des Todes ist eben Pluto darüber gelaufen, also da lohnt es sich auch und das ist tatsächlich für sie eine ganz eben fürchterlich plutonische Geschichte, wo sie noch eben dran ist, aber es ist diese Endgültigkeit für ihren Partner, der ist weg, der wird nicht wiederkommen, aber sie selbst muss eben uranisch erschüttert lernen, darüber damit klarzukommen, sie wird das auch wenn es noch natürlich eine gewisse Zeit braucht. Und noch auf einen anderen Angehörigen, das ist nämlich die Mutter des 15-Jährigen, den ich eben hatte, die, man kann auch sehen, eben in 40er Jahre eben geboren. Auf den ersten Blick sieht man nicht viel, sie betreibt auch Astrologie und habe mich dann eben auch gefragt, siehst du da was? Ich habe da bisher noch nicht so viel gesehen, sie macht hobbymäßig. Und ich finde schon, man sieht da eine ganze Menge und zwar vor allem ihr Jupiter ist stark angesprochen. Pluto steht im Quadrat eben zum Jupiter. Saturn ist vom Laufen, ja, Saturn ist gegenüber, gerade drüber hinweg gelaufen und Chiron läuft eben drauf zu. Und das war tatsächlich bei aller Erschütterung, sagt sie, Jupitermäßig bringen wir jetzt gar nicht mit dem Tode zusammen, aber dieser Tod ihres Sohnes bei aller Erschütterung, allem Schmerz, hat sie in eine ganz andere Welt eben gebracht, hat die wirklich jupiterhaft geöffnet für das, was sie auch nie missen möchte. Ich will da auch nicht sagen, das musste eben so sein. Ich sage einfach nur, aber es war so. Und das sieht sie heute. Der Junge ist ja eben, jetzt ist er 25 Jahre ungefähr tot. Da weiß sie eben selber, dass durch diese Erschütterung, durch den Schmerz auch was Jupiterhaftes ausgelöst worden ist, dass sie nämlich wirklich eine Horizonterweiterung erfahren hat, weil sie sich damit auf eine Art auseinandersetzen musste auch und nicht nur in so einen Schmerz. Ihr Ehemann ist eher in so einen Schmerz und Selbstmitleid reingegangen und bis heute fängt er an zu heulen, wenn er daran denkt. Das ist ja auch einerseits nachvollziehbar, aber sie hat wirklich für sich in ihrem Leben was daraus gemacht. Also auch das ist eben möglich hinter eben all dem Schmerz. Und das letzte Beispiel Horoskop, was ich noch bringen wollte, das ist etwas ganz Spezielles, wo es dann nochmal auf die Frage kommt, was ist prognostizierbar, ist Tod vorherbestimmt?
Wissen wir, der Tod, dass er kommt, ist klar, aber wissen wir, wann er kommt? Kann man das eben so sagen? Und das ist ein, ja, ein Beispiel, das sage ich gleich mit den Transiten, von jemand, die ich ja vielleicht am zweitbesten in der Welt kenne, nämlich meine Tochter. Die hat schon als Kind häufiger so seltsame Ereignisse, wo ich das Gefühl hatte, da will irgendwo die Seele, ist immer noch nicht so ganz klar, die will irgendwo weg. Die will wieder in die andere Welt. Und in diesem Moment, also ich weiß nicht hundertprozentig, weil ich habe das erst im Nachhinein wirklich bearbeitet und auch mal astrologisch angeschaut. Also der Tag ist nicht ganz sicher, aber es ist so auf eine Woche ungefähr sicher. Das heißt, alle Langsamläufer, also auf die es hier ankommt, auf die trifft es auf jeden Fall zu. Da ist ein Ereignis, wo ich sogar dabei war. Ich sage mal wirklich ganz knallhart, da hätte sie tot sein müssen. Das war im Straßenverkehr, da ist ein Ereignis passiert, das konnte sie nach menschlichem Essen nicht überleben. Da waren nicht ein Schutzengel, da waren also Legionen von Schutzengeln, die sie da haben überleben lassen, sogar unversehrt. Und für mich war das im Nachhinein ein bisschen die Frage, da stand sie tatsächlich an der Schwelle, soll ich mich jetzt auf dieses Leben einlassen oder ziehe ich mich wieder zurück? Was schon andere Sachen machen. Was hier Sachen sind, also die Konstellation finde ich eben schon höchst spannend. Sie hat das erste Saturn-Quadrat, gut, das haben wir alles auch häufiger, aber da ist schon mal so eine Herausforderung mit Saturn und mit der auch konkreten Manifestierung von Saturn, ist ja nicht nur der Hüter der Schwelle, ist ja auch hier das konkrete, feste Irdische. Neptun stand direkt darauf. Neptun, der Sehnsucht, die Sehnsucht der Transzendenz, hat da für mich ganz stark gezogen, eben hier die Grenze überschreiten wir jetzt, du ziehst dich eben daraus zurück. Gut, Pluto stand direkt auf dem Merkur, ein junges Leben, eben noch merkurisch, das war unmittelbar vor dem Schulbeginn, da vor ihrer Einschulung mit 6 Jahren ist es eben passiert und das ist ja eben, was ist da merkurischer als in die Schule eben einzukehren und Chiron stand direkt eben auf ihrer Venus, wobei sie sich dieser Situation eben gar nicht so arg bewusst war und es war dann tatsächlich so, nachdem dieses Ereignis eben, nachdem, da glaube ich tatsächlich, dass sich irgendwelche Seelenkräfte, kosmische Kräfte, was auch immer, die wirklich haarscharf auf das Messerschneide standen, gehe ich zurück oder gehe ich nicht und sie hätte eigentlich nach allem, wie gesagt, menschlichen Ermessen dann die Welt des Materiellen verlassen müssen, hat sie aber nicht und danach kam gar nichts mehr wieder, was irgendwie gefährlich war, obwohl sie die verrücktesten Sachen gemacht hat. Sie ist mit 15, 16, 17, wenn sie in der Disco war, wir wohnen ein bisschen außerhalb, so 5, 6 Kilometer, da ist ein ganz dunkler Fahrradweg. Sie ist nachts um 3 von der Disco mit dem Fahrrad alleine zurückgefahren. Ich habe gesagt, wenn sie sich das zutraut, ich will sie da nicht einschränken, ich möchte, dass sie, wenn sie die Kraft hat und das Vertrauen, das will ich ihr nicht nehmen, mit Angst machen, oh, da kann ja passieren, wenn ihre Eltern ihrer Freundin das mitgekriegt haben, die haben zu viel gekriegt und kann das Mädchen unverantwortlich, aber es ist nie eben was passiert. Ich glaube, sie hat sich da dann einfach endgültig entschieden. Das heißt, wir haben offensichtlich auch eine Entscheidung, selbst in Situationen, die noch so transzendent sind, wo alles rauszieht aus dem Leben, auch eben im Leben drin zu bleiben. Was da genau die Rolle spielt, das ist wieder ein Mysterium und da ist vieles und das will ich jetzt auch hier die letzten Gedanken eben zum Schluss, dass ich meine, die Beschäftigung mit dem Tode sollte auch für Astrologen kein Tabu sein und was haben wir anderes zur Verfügung als eben das Horoskop. Und noch ein anderer Gedanke eben dazu, vielleicht auch ganz tröstlicher, der Friedhof ist voll von Menschen, die glauben, ohne sie ginge es nicht. Ja. Allerletzte und zum Schluss ist das Ende. Vielleicht auch schon Raupe. Das ist der Anfang. Okay. Dankeschön. Das hat das Ganze nochmal sehr berührend gemacht.
Mir hast du viel zum Nachdenken gegeben. Ich frage mal in die Runde, wer hat jetzt spontane Frage? Wir haben noch 15 Minuten Zeit, bevor alle ins Bett wollen, vielleicht noch ein, zwei Fragen. Okay.